Dass die Arbeit der Achse des Guten im Deutschen Bundestag gewürdigt wird, kommt nicht aller Tage vor. Doch in der Aktuellen Stunde über das kritische Corona-Papier, das bekanntlich von einem inzwischen kaltgestellten Oberregierungsrat im Innenministerium erstellt wurde, war es soweit. Der SPD-Abgeordnete Helge Lind widmete sowohl den am Papier beteiligten Wissenschaftlern und Ärzten als auch achgut.com ganz persönliche Worte. Sie haben mir eben auch wieder wortreich und geistesarm erklärt, dass da Wissenschaftler das unterstützen würden. Wenn man nun gezielt über jemanden in der einschlägig bekannten Achse des Guten 10 Wissenschaftler anspricht, die einschlägig bekannt sind dafür, dass sie fundamental die Position der Regierung ablehnen, dann ist das Ergebnis nicht Wissenschaft, sondern die Addition 10 renitenter Wissenschaftler. Denn Wissenschaft lebt davon, dass es freien Diskurs, Meinungsunterschiedlichkeit gibt, Debatten, Wissen, Erkenntnis. All das ist nicht Ergebnis und deshalb sprechen wir nicht von Wissenschaft. Ich bin es müde, diesen Mechanismus zu erleben. Nämlich immer wieder beobachte ich Männer im Mittelalter. Gelegentlich stecken sie übrigens auch Frauen im Mittelalter leider an, die in einer Form unerträglicher Japalamaritis und einem furchtbaren Hysteriewahn mit einer selbsternannten Dirty-Harifizierung auftreten und meinen, sie müssten den Mainstream bekämpfen. Das ist alles eine lächerliche, peinliche Pseudopose, die sich da aneignen. Denn das ist ein Zerrbild und eine Karikatur unseres Landes, die nichts mit der Realität hier zu tun hat. Deshalb empfehle ich Ihnen, weniger jammerlappig aufzutreten, weniger selbstmitleidig, selber mal selbstbewusst im Spiegel zu sehen und zu erkennen, alles, was wir getan haben, ist dumm. Wir gehen auf die Seite des Guten und verlassen die Achse des Bösen, die sich Achse des Guten nennt.